Hi Leute, herzlich willkommen zurück zum Leckfest auf der Mecklenburg. Mit Treezy, Sachsen Let's Player, Weller von Burning Gamers, Ansgar von Nordbein TV und Guten. Hi zusammen. Hallo. Moin. Hallo. Krieg hier die Ratten. Es hat schon wieder so geleckt, aber jetzt geht's wieder. Leck also doch einfach zurück. Vollkommen in Ordnung. Ich leck hier gleich meinen Monitor ab. Ey. Ich schlapper hier gleich mein Mikro ab. So. Ja, Folge 2. Kino, wie läuft's mit dem Bauen? Ach naja. Hab ich jetzt echt keinen Bock hier bei den rumgelecken. Da leckt's auch wahrscheinlich. Ja. Ich hab gerade ein Leck im Bau. Guten. Leggy Baggy ist das hier. Tust du Mais ernten? Jo. Haben wir noch ein paar Hektar hier stehen. So, wir müssen glaube ich einfach ein paar Ballen loskriegen, Leute. Sonst sind wir hier am Arsch. Bin dran. Also hier bei den Beinen ist bei mir komplette Eskalation. Ja, ist bei mir. Ich fahr so langsam, dass man es nicht merkt. Würdest du... Warte mal, ich versuch mal, kann ich die Bresse anhängen an dem Ding hier? Nee, ich kann das aber wegstellen, wenn du möchtest. Ja, wir tauschen. Ja, können wir auch machen. Komm, lass mal tauschen hier. Bin ausgestiegen. Dann fahr ich hier mal schon mal ein paar Sachen zum Hof in der Hoffnung, dass es... Guten, bist du voll? Ach. Jo. Hallo. Was sieht nicht aus? Alter. Hat genau gefasst, läuft hin. David springt, also Guten springt rein. Läuft hin, Freezy springt rein. Irgendwas? Oh Gott, Alter, leck das. Ja, so. Randy, willst du sagen, was wir anders gemacht haben jetzt? Ich bin jetzt hier... Der Boss, der Horst, ne? Der Gott, ja, der Horst und mir passiert eh nichts. Nee, der Hust. Also meine YouTube-URL lautet youtube.de/sachsen. Nein, nein, nein! Jawoll! Könnt ihr ja mal ein Abo da lassen. Ja, ein blöder Wichser, ey. Wird's besser, Werner? Er? Du bist weg, ja? Aber allerdings, Werner, hier von den ganzen Schwarzen, die dort stehen, ja, ist der eine da aus Diffa Lila oder Pink. Ich war das nicht. Der hier, oder? In der Reihe der Oberste. Ach, Hardcore. Ja. Also der da, der ist der Pink, der ganz oben. Bei mir ist der Weiß. Weiß, also, ja gut, dann ist was es Weiß. Was passiert gerade? Aber der ist nicht, ist kein Schwarzer. Das kann man ist Weiß richtig. Und Pink verwechseln, okay. Solange es nicht schwarz ist. Sag mal so, er ist andersfarbig als die anderen. Ja, okay. Okay. Das war vorher aber auch nicht. Das ist ja jetzt ist noch keine Besonderes. Ahnung warum. Er ist das Besonderes. Alter. Ich glaube auch, Bier-Shows kommen wieder. Das wird wieder Trend sein. Wir setzen jetzt einfach mal einen Trend. Was sagst du? Bier-Shows, ist doch super. Ja, Tino, bist du noch da? Hallo. Achso, ja. Ich habe jetzt mit dem Drack... Wow. Moment. Was wolltest du sagen? Dass du gerade irgendwas gemacht hast, was irgendwelche Lecks produziert hat? Naja, eigentlich nicht. Tina, ich hab mich gerade fast um 360 Grad gedreht mit dem LKW. Das ist auch eine Leistung. Läuft. Darf man sonst nicht mehr. Dein Drescher ist also getuned? Bin mir aber auch nicht sicher. was ist jetzt hier? Also ohne Mist, ne? Das ist Hardcore. Und Aua. Tut schon weh in den Augen, ey. Also ganz ehrlich, Autostack holen, zwei Stück einfach so. Die Rotze aufladen, wegschmeißen, fertig. Sind wir schneller fertig. Ja, aber können wir uns das leisten? Ja, an der Scheiße. Dann verkaufen wir halt schnell das Auto oder so. Ja, oder wir verkaufen das Ballen-Equipment. Oder wir verkaufen einfach Raps, halt den davon. Haben. Ja, irgendwas verkaufen wir halt. Geht ja flott. Okay, sorry Leute, wir brauchen ein neues Tor. Oh Mann. Schon wieder? Ja. Bin gerade rein teleportiert. Der Manus hat an, ich sag's euch. Oh Mann, ey. Ich will echt denken, also Fakt ist mal eins, ne? In dem Shooter würde dich keiner treffen. Also mit den Lags. Ja, dafür sind die Gegner aber auch eine Sekunde weg, bevor du die siehst, ne? Es macht nichts, dich trifft keiner, du kannst machen, was du willst. Da musst du einfach mit einem MG 200 Schuss raushauen, irgendwas triffst du bestimmt. Ja.
Was los? Da ist er ja gar nicht. Oder sein Bier raus. Das ist echt schon ziemlich krank. Von der Performance her. Das ist echt komisch. Gut, mich würde der Multiplayer im LS17 verbessert wurde. Ich naja, auch, das Spiel aber auch wenig stark zugelegt hat. Bei mir ist, bei uns ist jetzt ja auch wenig hier vom Standardspiel übrig geblieben. Ne? Wir haben eine andere Map, wir haben ziemlich viele Mods. Das ist halt auch schon performancemäßig was ganz anderes. Ne? Wir haben, aber so viele Mods haben wir nicht. Also. Nö, unsere Modliste ist wirklich sehr überschaubar. Ja, und aber wir haben die ganzen Drescher und davon immer mehrere, ne? Und gerade die Drescher ziehen ordentlich, die Lexions. Aber die produzieren nicht diese Lex, die wir hier haben, das ist Fakt. Da würde ich eine Wette abschließen, dass das nichts mit diesen Lex hier zu tun hat. Aber hatte nicht mal ein Zuschauer auch in die Kommentare geschrieben, dass Ballenmachen hier kritisch wäre, dass das nur lecken würde? Boah, da kommt er jetzt mit an, ne? Ja, aber das habe ich doch auch schon am Anfang gesagt. Ja, gut, wenn wir so viele 3D-Objekte haben, jedes 3D-Objekt macht die Performance schlechter. Ja, und dann sagte Tino, ach, so 100 Ballen schaffen wir locker. Ja, da bin ich eigentlich von ausgegangen hier im Landwirtschaftssimulator 17 Revolutionäres. Ja, der ist da was runtergegangen. Ich fahre jetzt den Hänger weg, bevor ich hier noch einen Kreislaufzusammenbruch bekomme. Solange es noch der Kreislauf ist. Bin gespannt, ob du wirklich fährst. Alter, ich warte auf den Moment, wo Werner dieses Ding fährt und alles, wow, die ganzen Beine auf der ganzen Technik, awesome. Verteilt. Manus, was willst du hier? Geh weg! Sieht echt gut aus, was der macht. Weiß jemand, wo man die verkaufen kann, die Ballen? Eine Szene ist Silage, das ist BGO. Ich fahr jetzt aber nicht die ganze Map ab für... Meine Lexien weg. Da haben wir wohl getauscht. Wir brauchen 30 Sekunden nochmal. Milchverkauf. Meine Lexien weg. Tierhandel, Hafen. Vielleicht ist jetzt die Map bei dir synchronisiert. Könnte auch sein. Hätte aber dann sehr lang gedauert. Ja, die Map ist ja auch halt riesig, ne? Okay, vergesst das mit denen gerade, die Lex hinweg. Das waren 15 Sekunden. Okay, Werner fährt mit den Beinen los und ich guck einfach in eine andere Richtung. Guck nach oben. Oh, Himmel. Da kommt er angeleckt. Wow. Wow. Es ist sehr interessant, Werner, weil... Was ist los? Oh Gott, ey. Also es fährt erst vorne das Fahrzeug, dann kommt irgendwann der Anhänger hinterher und dann die Ballen darauf. Es sieht auf jeden Fall ultra lustig aus. Ich weiß ja nicht, wo ich hin fahren muss, ne? Ich fahr mal zum... Das musst du vorher abklären, ne? Ich fahr halt zu McLean Biogas Plant. Ihr müsst euch mal... Also ich bin hier gerade auf Feld, keine Ahnung. Feld 4. Und ich fahre so hier Richtung Feld 3 und sehe da Ansgar ganz alleine ein Feld kruppern. Ansgar, hast du was vor heute, oder? Das geht doch nicht. Ich sehe die nächsten 3 Wochen. Haben wir noch so einen Grubber? Warte mal, was war denn das für ein Teil hier? Der Kuhn, was war denn das hier, was wir hier noch haben? Sämaschine für Zwischenfrüchte. Ja, Sämaschine für Zwischenfrüchte, genau. Viel Spaß übrigens an denjenigen, der hier aussät, ne? Ich bin's nicht, wollte ich nur schon mal sagen. Also. Oh, 3 Meter Equipment und Oldtimer, würde ich sagen. Hey, ich habe gedacht, wir lassen das dem machen, der 20 Minuten lang länger gebraucht hat zum Reinkommen hier. Ja, oh ja, genau. Du büßt ja gerade schon meine Strafarbeit mit Grubbern ab. Irgendwann muss auch mal, es muss alles verhältnismäßig bleiben. Ah, machst du das ganze Feld? Bitte? Machst du das ganze Feld jetzt mit dem Grubber? Macht er nicht. Dann finde ich, hast du das abgearbeitet, die 20 Minuten. Ja, muss er doch, aber... Davor ist LS19 draußen. Ach... In 6-7 Stunden hat er es runtergerissen. Ja. Haben wir noch einen Grubber hier? Und 2 Lagen Energy später. Ja, warte mal, mit wie viel KMH fährst du? Sind die denn? Mit 5. Müssen alle an den Kuhhof stehen. Hat da gerade jemand gelacht? Quatsch! 7,5 Stunden brauchst du ungefähr mit dem 8 Meter und 15 KMH. Ja, dann nehmen wir uns die Zeit. Also hier stehen wir 4 Seemaschinen. 5 Seemaschinen. Kannst du so lange überhaupt auf YouTube hochladen? 5 Stunden? 7 Stunden? Ja, ja, klar. Ah, okay. Wäre es nicht leichter mit Direktsaat? Ja. Das wäre keine Herausforderung. Ne? Freezy haut aber auch heute raus heute, ne? Ohne Witz. Vor allem wollt ihr mich verarschen. Alles klar, das soll dir nicht Spaß machen.
Also wir können ja nichts dafür, wenn ich bin da mal raus. Das ist ja unglaublich. Nach vielen, vielen Lecks und der Bier-Show hier kommen die hier an mit Direktsaat. Ja, hätten wir uns vorher mal überlegen können. Ja, aber wir haben, glaube ich, gar keine Direktsaat, oder? Doch. Ja? Nett. Ich hatte die schon im Einsatz. Ja, ja, dann würde ich mal sagen, wechsle ich mal das Gerät. Was ich noch muss, komm, jetzt wollte ich ja gerade Grubbern helfen kommen. Ich muss 4000 Tacken bezahlen, weil ich zu schnell gefahren bin. Ja. Ja. Gib das mal an dem Chef weiter, an den Host. Ja, ist Spesen, würde ich sagen. Oh! Du hast großzügig verbucht als Spesen. Ja, komm, 65 in der 30er Zone. Kann mal passieren. Ging doch was. Okay. Ach, ficken. Entschuldigung. Das ist eine sehr vulgäre Folge jetzt auch, ne? Aber wir brauchen jetzt trotzdem, glaube ich, mal ein Thema außer Alex. Richtig. Ja, ganz kurz, die Seemaschinen, das sind die Direktsaat, oder was, die wir haben? Die Vetterstedt, ja. Ja. Rapid, AS oder so, diese Roten da. Haben wir nicht die Horsch? War der Meinung, wir hatten die Horsch. Haben wir auch eine Horsch? Ja, dann glaube, kannst ja. du auch die nehmen. Ja, wir die haben Horsch. Die dürfte groß sein. Die Horsch Pronto 9 DC. Genau. Da haben wir vier Stück dran. Alles klar. Der A, Hashtag, Ausrufezeichen, Sternchen, Dollarzeichen und Hashtag, Ausrufezeichen, fährt ohne Sachen rum. Haben wir Dünger und Saatgut? Negativ. Dünger kannst du aufladen am Hof tatsächlich? Ja, in irgendeiner Halle, stimmt, in der mittleren Halle da drin. Ja, das kann ich dir zeigen. Ist irgendwie am Hof, wo ich reinspringen kann? Ja, mach mal. Schon mal ein paar Beine verkauft. Ja, ich bin unterwegs. Es leckt ein bisschen, glaube ich. Komm mal mit. Ja, geht nicht. Warte. Ja, wie jetzt? Oh, lol. Okay. Ja, noch ein Stück. Hier hinten, wo der weiße Haufen ist. Das ist... Der Original dort? Ja. Das müsste Dünger sein. Und Saatgut? Saatgut haben wir keins. Das müssen wir ist tatsächlich. Das nicht? Nee, also jetzt gäbe es nur, was ich weiß, Flüssigdünger und Mineraldünger. Boah, Alter. Ansgar, welches Feld warst du? 3. Ach, das ist ja ernst, oder? Das Kleine. Ach nö, da hab ich ja gar keine Lust drauf. Wie? Keine Lust? Kein Spaß an der Arbeit oder was? Gefragt? Also ich weiß nicht mehr, aber. Fäll ich den nochmal kurz hier ab? Boah, 3 Scharflug und IAC und dann fällt 3. Nee, gut, da kann ich dir nicht zustimmen. Ja, alle halbe gemacht. Stunde mal. Ah, alles klar. Wäre aber gut, muss abgetankt werden, oder? Naja. 15% oder sowas habe ich. Boah. Ja, 18. Aber ja, das nehme ich noch hier mit, dann ist das hier, das ist der voll hier. Seid ihr beide auf dem Feld? Ja. Nee, warte mal, wer erntet denn hier noch auf dem Feld? Ja, Freezy und Guten. Und wer fährt mit dem LKW rum? Ja, Freezy, weil ich gerade... Ja, lass mich das dann machen. Ach, weißt du was? Da ja, gut, dann. Hier. Ich ernte. Ja, mach mal. Ich hast du GPS an? Ja. Tja, Ansgar, das war's dann wohl. So schnell hast du deinen Helfer im Ansehen jetzt, noch hier. Ne? Wer hat eben noch mal... Ich kann ja auch überhaupt nicht fahren wegen dem List. Wer hat eben nochmal Mitleid vorgetäuscht? Wie, du bist alleine auf dem Feld? Oh, helf ich mal. Ansgar, ja, weißt du, die leid. Männer kümmern sich gleich mal um die Ansaat und die Mädels können dann hier weiter ernten. Toll. Okay. Also du kommst gleich vorbei. Ja. Aber wir haben heute so wenig Struktur im Vergleich. Du hast verkauft, Werner? Ich bin dabei, das Ding ist am Arsch der Welt. Sorry für den Ausdruck, ey. Wo ist denn der Werner jetzt hier? Da war das große Ding gemietet. Wow, jetzt bin ich außen rum gefahren. Wollt was sehen wir überhaupt an? Oh. Vielleicht irgendwas, wo man nicht so oft abfahren muss. Raps oder so. Sojabohnen, irgendwas in der Soja. Richtung. Ja, und die geben auch noch Geld. Soja, das finde ich, würde ich machen, oder? Jo. So, Biogasanlage. Sag mir nicht, dass du jetzt geschlossen hast. Meist was ins Lager erstmal, ne? 15 Uhr, da dürfte eigentlich nichts passieren. Muss man die erst kaufen? Nee, ne? Nee. Das gibt's tatsächlich noch gar nicht, ne? Kaufbare Objekte? Und, hast du verkauft?
Oder musst du die da rein mit den Dings rein? Ja, die muss ich 100% mit den Dings rein. Sag mal, ich will mir die Biogasanlage auch mal angucken, wenn es soweit ist. Ja, kannst du reinspringen? Warte, ich muss ja noch umlenken. Wow. Die Lecks sind einfach zu heftig, ey. Also bei mir geht's aktuell komplett. Das ist gut spielbar. Na gut, meine lieben Freunde. Wir schauen noch mal ganz kurz hier zum Werner. Wo ist denn die Biogas-Gedöns da? Links außen, ganz links außen. Wow, du hast gar keine Beim... Ach doch, jetzt. Doch, die kommen erst, warte ein bisschen. Ah, okay. Ja, dann hau mal rein hier. Ja, ich... ne? Bin ich, Alter, gespannt. Alter, jetzt habe ich eine Frage. Gehen hier Strohballen rein? Ne, das waren ja Grasballen, ne? Normal, ja. Schon. Normal schon. Ja, wir werden das jetzt gleich testen. Die einen sind ja auf jeden Fall gewickelt, das ist die Lage. Das muss funktionieren, ja. Ja. Okay, Werner steht bei mir. Wow. Er ist schon gefahren, ein Stück. Na gut, aber wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, meine lieben Freunde. Vielleicht mit etwas weniger Lecks, wenn die beiden hier verkauft sind. Lasst das Däumchen da, schaut bei den anderen vorbei. In diesem. Wow. Die nimmt er nicht. Rüber. Die nimmt er nicht. Doch, jetzt nimmt er sie. In diesem Sinne, bis dahin. Tschüss. 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 Tschüss.